So, was habt ihr jetzt gesagt? Was ist mit den Kolonisten passiert? Triff dich mit Sarah und Rain. Ja, also ich vermute jetzt mal meine Vermutung, die Fantasie, weil ich ja nichts von der Geschichte kenne. Mein Gedanke wäre jetzt, die haben sich vielleicht wirklich in irgendeine Höhle zurückgezogen, haben vielleicht doch noch ein paar Pflanzen gefunden, die nicht mutiert sind und leben dort mit ganz wenig Leuten, vielleicht nur zwei, drei. Und harren aus und warten auf Hilfe. Das wäre nur so mein Gedanke. Hier war ich ja auch, glaube ich, noch gar nicht drin. Einmal überall durchlaufen. Doch, ich meine, ich war ja schon mal drin. Auf jeden Fall hatte ich schon mal einen Billardtisch irgendwo gesehen hier. Oh, hier geht's runter. Da war auch gerade ein Geräusch, also gehen wir da gleich auch mal runter. Hier ist wieder so eine komische von diesen Kisten, diese roten. Ein Leppi. Hier ist zu. Also wir waren hier, glaube ich, schon mal. Hier ist der Aufzug. Den müsste ich jetzt vermutlich nehmen, aber ich gehe jetzt mal hier eine Etage tiefer. Aha. So. Da muss mir Droni wieder helfen. Oder wir müssen wirklich mit dem Aufzug fahren. Ich guck mal, was Droni sagt. Droni sieht ja manchmal so Schächte. Beziehungsweise, ja doch, diese Lüftungsklappen. Aber hier gerade keine. Joe glaube auch, was mich wundert ist, dass die Chefin ihn gefragt hat, ob er gesehen worden ist. Haben Sie etwas Kontakt mit Menschen? Aha. Jetzt weiß ich nicht, was du meinst mit der Chefin. Meinst du die Sarah, die Doktorin, die Chefin von der Gruppe mit, ne? Oder meinst du jetzt hier die, nein, nicht Sarah, aber die Ärztin, ne? Die hieß, glaube ich, jetzt Sophie, die Ärztin, ne? Nee, ich will aber runter. Na gut, manchmal muss man hoch, um tief zu fallen. Boah, ist das hoch. Guck dir das mal an.
Beim letzten Funkspruch, die mit dir gereist ist. Ja, da war was mit dem Spruch. Und hattest du Kontakt mit Menschen? Ja. Das war aber gestern noch, meine ich. Hattest du Kontakt mit Menschen? Und da ist er ja da nicht drauf eingegangen. Also könnte sein, dass irgendwo noch welche sind, ja. Was ist denn hier passiert? Vielleicht sind wir zu spät. Vielleicht auch nicht. Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. Nein. Finden wir es raus. Ist alles in Ordnung, Sarah? Ich weiß nicht. Okay. Ja, aber da haben die auch gesehen. Sicherheitsdrohnen. Ich hasse die Dinger. Geht's? Ja. Es geht. Ist schon lange her. Aber wir sollten umkehren. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wir sind aber leichte Beute ohne. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Seid bitte vorsichtig. Naja, bei diesen. Es gab ja auch die Nachricht, naja, die haben fälschlicherweise dann wohl die Sauerstoff von den Pflanzen auch für Menschen gehalten. Ne? Aber wir sehen ja jetzt, dass auf jeden Fall noch welche leben. Sarah, aber wie man sieht, haben sie auf jeden Fall eine Leiche gefunden. Ja. Und vermute ich eben mal wieder das andere, dann hat wohl dieser Hauptchef von denen, dieser MacArthur, vielleicht sogar die Sicherheitsdrohnen beauftragt oder gesagt, das sind Feinde, die müsst ihr töten und so ein Mist alle, ne? Na, werden wir ja sehen. Erstmal scannen. Das muss ich mir notieren. MacArthur hat sie auf dem Mond den Auftrag gegeben. Er wollte damit führen. Doch schon bald hat er die Basis damit übernommen und dafür gesorgt, dass sich niemand gegen den Blackout gewehrt hat. Jo, da kann ich mich jetzt auch wieder dran erinnern. Stimmt, da war das mit diesen Drohnen gewesen, ja. Ist da irgendwas? Oh, ich wollte dich nicht. Was Nützliches dabei? Die Protokolle sind durcheinander. Sie scheint per Notaus abgeschaltet worden zu sein, die anderen wohl auch. Aber hier steht mehr Code. Vor der Betätigung des Notaus wurde etwas geändert. Ohne Analyse der Diagnostik schwer zu sagen. Ich steck hier feste. In der Drohne. Die Drohne von ihr, die führt bei mir Kollision aus, weil die nicht ausweicht. Ja. Also die Drohne von der Sarah. Sieh mal. Outward bei der Tür. Haben sicher die Brücke bewacht. Die ACEs, und zwar die von MacArthur, sind vor ihnen, nicht Homeward. Sie haben also Outward angegriffen und nicht Homeward. Was hat Sarah eigentlich gegen ACEs? Einer griff sie auf dem Mond an. Darum saß sie dort fest. Beim Blackout untersuchte sie die Ursache und einer schlug sie bewusstlos. So ist das mit deinem Dad passiert und den Rest kennst du ja. Yep.
Aha. Da ist eine Drohne. Was soll man nun tun, ne? Das heißt, wenn wir vielleicht später von der Seite kommen, dann greift die ein, dann greift die uns vielleicht an. Aber anders komme ich ja hier nicht hin. Die Tür ist zu, die bringt uns doch nicht weiter. Und hier rüber hüpfen können wir nicht. Normalerweise müsste ich das jetzt der Sarah erzählen, dass da hinten eine Drohne ist. Aber ich komme ja nicht dahin. Naja. Da haben wir noch eine Leiche, dann kommt die Siehst du, vielleicht was einige in gleich. der Hand halten? Haben die den Eingang verbarrikadiert? Den eigenen Fluchtweg versperren? Es sei denn, sie wollten gar nicht fliehen. Jetzt ist hier die Tür, wo wir nie hingekommen sind. Nee, die müsste eine unten drunter sein, genau. Ja, nee, das ist die hier mit dem Aufzug. Da sind wir hoch. Ich kann aber auch nicht fahren. Erkunde die Wohnquartiere genau. Aber das Wohnquartier war doch ein tiefer, meine ich. Nee, doch Q-Quartiere. Alles klar. Sollen wir mal durch. Irgendwo muss ja das noch, muss ja noch was sein. Hat sich Jetzt diese Tür triggert etwa er. von selbst geöffnet? Jetzt kommt der Roboter gleich. Ja, toll. Wobei stand da auf einmal F. Ja, kommt jetzt aber nicht mehr wieder F. Jetzt treffen wir gleich auf die Drohne. Was war das? Das Geräusch kenne ich. Es kam von da drüben. Hinter mir.
Einfach nur mal gucken. Hinter liegt da irgendwie doch noch was. So, hier muss jetzt irgendwo was sein. Ein Rainer. Hey Kumpel, der Kaffee ist einfach durchgerauft. Ich bin gerade im Büro. Boom. Super, danke für die Hilfe. Hast du was, sie mit unseren Ausscheidungen machen? Willst du wirklich jetzt darüber reden, während du auf dem Klo bist? Ja, will ich. Nein, ich weiß es nicht. Aus dem Darm, aus dem Sinn und so weiter. Deswegen darfst du am Schreibtisch buckeln und ich kriege die coolen Sachen. Ich denke auch mal nach. Während du einen abseilst. Ja, jetzt hör zu. Drüben auf der Vita dehydrieren Sie die Fäkalien, schicken Sie dann zum Kompostieren Richtung Odum. Am Ende isst man diesen Zyklus aus seiner eigenen Ausscheidung. Wie cool ist das bitte? Ist mir egal, total, wenn du mir den dann die wöchentlichen Legierungswerte schicken würdest, buckel ich weiter an meinem Schreibtisch. Okay. Das muss ich mir notieren. Zwei Kolonisten unterhalten sich, wie sie ihre Geschäfte beseitigen oder wie die Geschäfte beseitigt werden, ja. So. Ja, die Raumfahrt bringt schon einige komische Probleme mit sich und auch Prozeduren. Oh Mann, ey. Alle tot. Irgendwo muss ja der Dünger herkommen und das Wasser. Alle tot. Hier im Raum. Bloß dazu. Petechiale Blutung. Zyanose. Sie sind erstickt. Alle? Ja. Von Homeward und Outward. Wir müssen weg. Hier ist's gefährlich. Wie gefährlich? Sarah, hier ist niemand. Wissen wir das? Und sieh doch, was sie hier getan haben. Sarah, beruhig dich. Nein. Wenn wir auf Überlebende treffen, wären wir ihnen ausgeliefert. Wir müssen zurück. Ayla findet Hologramme? Ja. Tut denn Alex das nicht auch? Nein. Und ich versuche seit Jahren, den Code des Lunarads zu knacken. Wie viele hast du gefunden? Nur ein paar. Spiel's ab. Was? Spiel es ab. Muss ich wieder? Spiel es ab.
Eine blöde Perspektive haben wir hier erwischt. Kathy, das ist ein Befehl. Ja, ja, ist ja gut. Mach das doch mal selber. Wenn du seit Jahren schon nicht reingekommen bist, dann kannst du ja wenigstens mal eine Minute Zeit lassen. Wenn ihr denkt, dass der Mars je ein sicherer Ort für uns sein wird, seid ihr verrückt? Wer macht ihn denn unsicher? Ihr habt Odom zerstört. Wir müssen zurück zur Erde. Hierbleiben bringt nichts. Versteht ihr nicht, dass die Erde verloren ist? Ich will einfach meine Familie wiedersehen. Das reicht jetzt, Leute. Genug. Sich hier streiten wie die Wilden. Ihr wisst es doch besser. Wir haben's hier zwar schwer, doch damit Outworld klappt, müssen wir Mühsal ertragen. Mühsal, die wir vorhersahen. Alle, die per Arche zurückkehren wollen. Was wird dann auf der Erde daraus? Und wer erhält dann als erstes Hilfe? Ihr? Jeden einzelnen von euch wird man vor Gericht stellen, sobald eure Füße den Boden berühren. Und Nationen ohne Entscheidungsrecht, ohne jegliche Kontrolle? Was denkt ihr, werden diese wohl tun? Kämpfen werden sie. Töten. Zerstören. Sie werden die Archen, sowie auch sich selber, blindwütig zerstören. Seit über 30 Jahren wissen wir bereits, dass die Erde am Ende ist. Noch 30 Jahre und die Oberfläche wird fast so aussehen wie auf dem Mars. Die menschlichen Grenzen herauszufordern, hat nun mal seinen Preis. Und diesen Preis müssen wir zahlen für unsere Zukunft. Gemeinsam können wir das hier noch immer vollbringen, es möglich machen. Wir müssen nur... Es reicht, William. Schluss mit den Reden. Du kannst uns nicht mehr ignorieren. Du redest von gemeinsam. Dabei sperrst du schamlos Leute in die Krankenstation. Verzweifelte Leute, die Notmaßnahmen ergriffen. Wegen deinem Nichtstun waren sie dazu gezwungen. Uns fehlen Familien, Freunde, die Erde. Wenn unser Wissen sie retten kann, müssen wir es versuchen. Du hast uns auf die Archen und in dieses albtraumhafte Leben gezwungen. Und nun lässt du uns keine Wahl. Hör uns jetzt zu, William. Du hörst uns jetzt gut zu. Jetzt, Julia. Wie? Rosa, was hast du getan? Ihm nach! Homeward, ergreift MacArthur und bringt ihn zur Kommandobrücke. Mein
mein Gott. Es war Homeworld. Sie haben sich mit den ASEs durchgekämpft. Ich glaube, sie kam. MacArthur ließ es zum Bürgerkrieg kommen. MacArthur? Ja, MacArthur. Die ASEs, der Angriff auf Odum. Rosa ist wohl genauso sehr daran schuld. Rosa? Das soll wohl ein Scherz sein. Sie hatten keine Wahl. Sie wollten keine Gewalt. MacArthur zwang sie dazu. Trotzdem heiligt der Zweck nicht die Mittel. Rosa ist genauso sehr an der Eskalation schuld wie er. Ohne sie wäre das nie passiert. Unterdrücker mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ist sie denn aber nicht genauso despotisch wie MacArthur? Sie zwingt ihren Willen doch genauso auf. Und nicht alle von MacArthur. Das hast du ja gesehen. Besser jetzt, solange wir noch können. MacArthur versuchte, die unter den Kolonisten herrschende Unruhe einzudämmen. Doch Rosa hat sie angefacht, wie sie explodiert sind. Hat deswegen niemand überlebt? Noch sind ja die Leichen von Rosa, von MacArthur und von Isaac, ihrem Vater, nicht gefunden worden. Auf jeden Fall gibt es ja noch ein paar Geräte, die wir noch nicht genutzt haben, die in einigen Räumen rumstehen. Und die Geschichte kann ja auch noch nicht ganz zu Ende sein, vor allen Dingen tiefer unten, ne? Also unten war noch was. Und hier. Ace? Oh mein Gott, das ist Ace! Er kam mit Dad hierher! Er führt uns irgendwo hin. Ayla, ist das möglich? Hier sind also die ganzen Schlafkabinen. Wow, Privatsphäre. Ups. Laufen. So, hier. Da hinten ist er, ne? Auf jeden Fall kann man da gleich noch was öffnen. Dieses Tablett wurde von Daphne als verloren gemeldet. Head of Planning Wohnungsprojekt, bitte zurückgeben. Da kann man gleich noch hoch. Hier führt eine Strahle durch. Ace, warte! Da ist Ace, jetzt will ich aber erstmal wissen, was hier ist. Verdammt. Suchen wir einen Weg. Ach so, das heißt, wir wären da hinten noch gar nicht weitergekommen. Da kann ich auch mal eben kurz weitergehen. Gucken uns das hier erstmal alles an. Da kommen wir auch mal hoch. Das muss ich mir notieren.
Die Warteliste für das Wohnprojekt war irre. Die Leute mussten Jahre warten, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Haben sie bis dahin alle hier geschlafen, wie die Ölsardinen? Boah, sehr viele Wohnungen. Ja, Wohnung ist gut. Schlafkabinen. Man hört da irgendwas. Ist die Tür gerade aufgegangen? Was reinkriechen kann? Nein. Kann man herunterfallen? Erinnert mich an China, da ging es ja auch solche Hotels und die Leute zahlen dafür sogar ein Heidengeld. Ja, genau, das ist wie in China, ja. Aber das ist ja auch auf dem Raumschiff, hier auch bei Alien, da gab es auch solche Kabinen. Auch in der Schifffahrt hat es sowas früher oft gegeben. Das wird was für unser Gerät gleich sein. Hier geht ja eine Leiter, glaube ich, runter. Das war die Stelle vorhin vielleicht. Da sind zwei Leitern. Wow. Also hier kann man schnell irgendwas übersehen. Jetzt hat was getriggert. Tick. Da ist tatsächlich hier, damit man nichts übersieht, gelb. Okay, finde ich ja gut gemacht. Joyce Anjayan. Ich bin wirklich bereit, aus Habitas auszuziehen. Ja, ich weiß. Natürlich kriegen gewisse Leute ihr eigenes Zimmer und verspielen ihre Sardinen. Ha, Jones Füße stinken so. Wie soll ich bitte so schlafen? Warum schlaft er überhaupt so? Nicht Kopf an Kopf auf der gleichen Seite des Bettes. Gib dir das, sie will etwas Privatsphäre. Anstatt Glückspillen zu machen, um uns davon abzulenken, dass die Wohnungen nie gebaut werden, könnten sie sich wenigstens um etwas Deo kümmern. Du klingst wie die Homeward-Leute. Ja, vielleicht. Notiere ich. Kolonisten sprechen über die beengten Zustände in Habitats und darüber, wie eng sie zusammengepfercht sind. Gut, da gehen wir jetzt erstmal nicht rüber. Wir gehen jetzt erstmal da mal runter. Da oben können wir auch noch mal hin. Können wir oder machen wir? Ja, genau. Richtig.
Da kommt noch allerhand auf uns zu. Ja, einsammeln bringt ja nichts. Wir können die ja nicht mit rausnehmen. Durch die Röhre, meine ich. War doch so. Ne, ging nicht. Das heißt, wir müssen gucken, dass diese Tür dann mal aufgeht. Später. Ich weiß gar nicht, waren wir jetzt wirklich schon überall hier? Waren wir da auch schon, ja. Da fehlt etwas. Hier muss es was anderes Brauchbares geben. Sag ich doch. Ich glaube, hier unten waren wir ja dann. Wenn nicht, wir können ja hier nochmal einmal durchrennen. Ah ne, da hätten wir dann darüber gemusst. Das wollte ich ja nicht. Die lässt man besser stehen. Oder man muss den da hinten. Ja. Gut, wir müssen also doch irgendwie rüber. Erstmal. Und dann nochmal zurückkommen. Vermutlich. Nein, ich habe mich nicht verirrt. Ich habe mich nur verlaufen. Ich dachte jetzt hier irgendwie links gehen wir jetzt da über die Brücke. Wo war das denn? Jo. Alles klar. Ich auch gleich mal. Ich auch. Kurz mal weg. Geht gleich weiter. So, geht weiter. Ich glaube, hier sind wir von hier sind wir hergekommen. Nein, geht ja gar nicht. War eine Sackgasse. Ja doch, vielleicht aus dem Raum hier. Nein. Wir können hier nur hoch. Gehen wir hoch. Noch mehr Wohneinheiten. Oh Mann, Fenster da links an oder rechts an. Wie geht's links hoch? War nicht irgendwo was Gelbes? Machen wir lieber aus. Da hören wir was. Ich meine, ich war doch hier schon. Jetzt gehen wir schon wieder rüber. Hm. So, hier waren wir dann schon. War hier alles durch. Da kann man ja wieder runtergehen. Das hatten wir ja auch schon. Gehen wir noch mal einmal gucken. Das hatten wir hier gefunden. Genau. Können wir mal gucken. Genau. Joyce an Vivian. Gian.
Man hört ja immer so ein paar Geräusche, ne? Da ist wieder was. Mars-Ausgabe, da kommt noch eine. Als der Astronaut im Asianischen Rat mit seinen Gräueltaten konfrontiert, erhält unser Held von allen Seiten Unterstützung, als die Marsianer seine Position einnehmen. Sie wollten wieder Menschen werden. Der Rat versuchte, seine Lebensweise und Traditionen zu erläutern, doch die Rufe nach Freiheit wachsen. Wird der Astronaut die Leute aus der Tyrannei befreien können? Marsman, Ausgabe 5, Offenbarung, Autor Kanrod von Jake. Amira Torka, durchgestrichen, Illustration. Ja, da spiegelt sich dann so... Solltest du mir notieren? So das praktisch wieder, wie die sich fühlen. Als, das ist ja meistens... versteckter Protest, ne? Also dabei man die Wahrheit nicht sagen kann, versteckt man das dann in irgendeine, packt man das in eine Geschichte rein, ja. So, hier war doch noch was gerade, ne? Nein. So, hier konnten wir dann wieder runtergehen. Oh Mann. Ich fühle mich hier wie in so einem Kreisverkehr. Jetzt kommen diese Geräusche wieder. Jetzt laufen wir wieder übers Deck. Da kommt man nicht rein. Okay. Da ist ein Lasergerät, da müssen wir hin. So, das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Und müssen in die Richtung. Ich möchte nur nichts übersehen haben. Ne? Also ich habe gerade ja gemerkt, mit dieser Aufsammlung, mit dieser Schrift, da kam nicht richtig... Das hatte nicht so einfach getriggert. So, so kommen wir nicht zur Seite rüber. Wir müssen nach rechts. Hier links ist auch nochmal so eine Maschine, wo wir was machen könnten. Kommen wir nicht durch. Ja, ja, vielleicht. Keine Ahnung, wie wir jetzt dahin gekommen sind. Ob ich das vorher mal übersehen habe. So, sind wir schon mal ein Stückchen weiter.
Hier haben wir wieder was zum Dechiffrieren. Naja, es ist nicht einfach. Noch einer. Ich muss vielleicht erstmal die Tür auch noch aufmachen, damit ich hier zurück kann. Aber zurück bringt mir ja nichts. Vorwärts macht auch kaputt, ne? Ja. Ja, ja. Kommt nur ein Stück. Zack. Dann bringst du ihn halt dazu. Rosa, es reicht jetzt. Das geht alles zu weit. Das hier ist nur der Anfang. ASEs hacken, Krankenstationen stürmen, Gefangene freilassen. Du merkst nicht, wie verrückt das alles ist. MacArthur hat Archelavos abgesperrt. Nicht ich, Isaac. Warum bist du hier? Als Unterhändler unseres glorreichen Anführers? Als Freund, ich bitte dich. Bitte, sei doch vernünftig. Gar nichts werde ich. Ich lass mir nichts sagen. Und die, die Outward unterstützen? Die hoffen, dass es klappt? Die Leute, auf die deine ASEs gerade ihre Waffen richten? Wir verlassen diesen Ort. Und zwar mit den Archen. Wenn du helfen willst, geh ins Panoptikon und sag MacArthur, er soll Labos aktivieren. Ansonsten hältst du dich raus. Schwere Entscheidungen. Warum fühlen sie sich so auf? Zusammen haben sie so viel durchgemacht. Wie konnte es so weit kommen? Tja. Ich hoffe, sie sind okay. Auseinandersetzungen. Verrückte Welt. Dad will Rosa davon abhalten, einen Krieg loszutreten. Doch MacArthur hat die Arche Labos scheinbar abgeschaltet. Um Homeworld in die Knie zu zwingen. Rosa besteht darauf, dass Homeworld genau das tun wird, heimkehren. Das ist ja letztendlich auch das, was die Erde sich ja auch vorgestellt hatte, ne? Ja, hier haben wir ein paar Sachen, die noch unentdeckt sind. Jo, wieder da. Also, ich habe jetzt gerade hier nur das entdeckt und gemacht und gehört. Also, dass Rosa den Isaac drum gebeten hat, auf ihre Seite richtig zu ihrer Seite zu stehen und nicht irgendwie noch Sympathien für MacArthur zu haben. Da haben die sich ein bisschen gestritten, weil Isaac ist sauer, weil sie praktisch Ase, das Programm, jetzt eben einsetzt und dadurch eben eine Auseinandersetzung hervorruft, eben so eine Art Bürgerkrieg. Aber Rosa will mit ihren Leuten, sind ja nicht ihren Freunden, die wollen zur Erde zurück mit dem Raumschiff Labos, also der Arche Labos. Ja. Und der MacArthur verhindert das. So, jetzt war hier noch eine Tür. Da können wir interagieren, aber ich gucke mal erstmal, ob wir die Tür aufkriegen.
Na, hier waren wir ja schon. Das kennen wir. Gut. Und oben waren wir ja auch schon. Was sind diese ganzen Dinger hier? Ich glaube, da ist auch nichts Neues. So, wir mussten auf jeden Fall jetzt das Gerät da mal aufschrauben und dann, also aufschweißen. Und auf der anderen Seite, um zu gucken, die Tür aufzukriegen, damit wir dann vermutlich diesen das Widerstandsgerät bekommen. Das hast du vorhin nicht gesehen. Das ist auf gegenüber, da oben ist es, in dem Raum. Da müssen wir vermutlich da oben drauf schießen. Ich habe keine Idee. War aber spannend. Nein, versuch mal mit der Drohne den Umlenker so zu stellen, dass er an dem Widerstand vorbeigeht. Jetzt oben, ne, genau, da wollte ich gerade ausprobieren. Ja, 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 genau, das wollte ich gerade machen. Nur damit wir nochmal sicher gehen, wie das mit diesen Farben ist. So. Lisa ist zu stark. Rot ist zu stark. Wir müssen zusätzliche Widerstände setzen. Ja, aber du siehst jetzt hier, denn wir müssen zusätzliche Widerstände setzen, um das Rot wegzukriegen. Na? Und den müssen wir rauskriegen. Ich weiß nur nicht wie. Da müssen wir jetzt irgendwas umsetzen. So, wir gehen jetzt runter. Meine Frage ist, hast du morgen früh Zeit? Ja, aber im Doppelraum ist so wenig da, wo der Widerstand ist. So, dann gehen wir jetzt hier unten in den Doppelraum. Gute Bezeichnung schon mal. So, der hier, der passt. Der sitzt. Ja, weil der kriegt ja jetzt auch keine Energie. Der muss ja hier einen draufkriegen. Bin auf jeden Fall noch krank geschrieben. Okay. So. Das muss ich mal überlegen. Ich hätte da hinten bleiben müssen, ne? Oder? Warte mal, wir sind gerade durch den Tor. Zack. So, jetzt sehen wir erst die richtigen Werte. Siehst du, der kriegt 2 zu viel. 2 Felder. Und der müsste noch einen Widerstand davor kriegen. Das würde heißen, nach Adam Riese, hier müsste der Widerstand hin. Hier. Damit doppelt reduziert wird, zeige ich dir. So. So, siehst du, er hier, er muss jetzt einen Widerstand kriegen. Zusätzlich. Und der muss 2 kriegen. Das heißt, wir müssen jetzt den Widerstand einmal da oben hinsetzen, damit der hier aufgeht, die Tür. Nur dann frage ich mich, wie soll ich dann den Widerstand wieder rausholen? Das geht dann vielleicht. Das wäre dann Schritt B. Naja, genau.
wenn der Widerstand jetzt davor käme, vor dem hier noch, oder hier zwischengestellt, aber hier kann ich ja nichts stellen, weil ja die Tür zu ist. Wenn ich den jetzt da hinstelle, ja, dann würde da hinten die Tür aufgehen. Und die hier vielleicht auch. Verstehst du? Weil das hier der Zentralschalter ist. Und dann könnte man wieder agieren. So, bei dir verstellen. Den Umlenker erst einmal so setzen, dass der Widerstand umgangen wird. Ich komme nicht in den Raum. Bis jetzt habe ich noch keinen Zugang gefunden. Das ist das Problem. Ich komme da nicht rein. Da geht die Tür auf und du kannst den Widerstand vor den Laser stellen. Wenn der Laser aus ist, ist die Tür zu. Wenn die Spannung nicht groß ist, ist die Tür zu. Ist überhaupt gar keine Spannung da, geht also die Tür zu. Das habe ich vorhin schon mal alles ausprobiert, aber man kann es nochmal machen. So. Ist kein Strom da? So, es ist kein Strom da. Die Tür ist trotzdem zu. Bitteschön. So, und hier kann man den, vielleicht kann man den noch so stellen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Nochmal ausprobieren. Ob man den so hier noch hinstellen kann. Hier noch hinkriegt. Hier, da. Das könnte vielleicht noch klappen. Jo, hat geklappt. Boah. Ey, ich hatte vorhin schon vieles ausprobiert. Und dann ist das so nicht gegangen. Und die Spannung da ist so nie. Sind ja nur zwei blaue. Ja, so, jetzt haben wir die Tür auf. Super. Klasse. Danke. Und vor allen Dingen auch, dass das nochmal versucht wurde dann dadurch, ne? Weil ich hatte das schon mal ausprobiert. Und da konnte ich das nicht abstellen, weil die Mistdinger da waren. Und jetzt habe ich gerade durch einen anderen Winkel gemerkt, dass ich es doch abstellen konnte. Weißt du, weil ich von der anderen Seite aus angepackt habe. Ja. Dann nehmen wir den nämlich jetzt hier. Wobei ich jetzt erstmal überlegen muss, wie ich das da oben mache. Genau, den müssen wir jetzt da oben vorstellen. Auch vor dem Hauptlaser. So, dann oben bei dem Raum den Widerstand weg, dann geht die Tür da auf und du kannst den Widerstand aus dem Raum rausholen. Genau, ja, richtig. Machen wir. Dann schafft man das ja doch vor 8, zumindest die Tür hier aufzukriegen. Haben wir gemacht. Jetzt müssen wir nur die Treppe runter.
Okay, müssen wir woanders machen. Ja, müssen wir woanders machen. Mit der Drohne tragen, Mathis. Warte. Müssen an einen Ort gehen, wo die Drohne auch arbeiten kann. Das wäre jetzt hier halb möglich. Aber ich denke mal, hier war, glaube ich, eine größere Leiter. Hier in dem Raum hier. Da könnte das klappen. Notfalls springe ich da runter. Ne, da ist an der Seite auch so eine Öffnung. Mit der geht das dann sehr wahrscheinlich. Falsche Taste gedrückt. Reicht schon, ja gut. Hier wollen wir rein. Ich dachte, wir wollten da hinten rein. Oder war das? Das war der, ne? Richtig, genau. Jetzt geht's hier weiter. Hier ist auch noch was, oder? Nein. Das ist nur meine Taschenlampe. Hört ihr auf jeden Fall Stimmen. So Geräusche, wie so ein Hund.
sondern ist wie Sophie die einzige Vernünftige oder überhaupt Doktorin, die ist jetzt auch tot. Ja. Die war ja noch recht vernünftig. Eigentlich sogar sehr vernünftig. Jetzt hat sich Isaac auf den Spinner konzentriert und den unterstützt. Rosa, Entschuldigung, habe ich den Namen verwechselt. Hey. Noch bei Rosa nach all dieser Zeit. Warum hast du nicht gesagt, wo du hingehst? Ich sah Ace und bin ihm nachgelaufen. Da ist noch ein Hologramm. MacArthur hat Labos abgeschaltet, damit Rosa die Startsequenz nicht aktiviert. Und danach stellte er den Sauerstoff ab. Von der ganzen Kolonie. Du hast Isaac da wohl auch gesehen, oder? Sie ist die Medizinerin. Die Medizinerin. Die MPT-Verbindung zu Labos von der Brücke. Wir machen Habitas startklar und sind vor Beginn der Nacht weg. Und die Arche Vita? Rosa ist tot, Kathy. Es sind alle tot. Und wenn es Überlebende gibt, sind die wohl bewaffnet und würden uns töten. Die Mission ist noch nicht abgeschlossen. Uns fehlt ein Crewmitglied. Und kritische Ausrüstung, die wir für die Mission brauchen, fehlt auch. Arche Vita mag wichtig sein. Doch wir wissen nicht, wo sie ist und ob sie funktionsfähig ist. Und ich gefährde den Erfolg dieser Mission nicht weiter mit der Suche. Wir brechen jetzt auf. Vita heißt Leben. Da leben die garantiert. Heißt ja nicht umsonst Vita. Nee, also Thorsten, Meuterei aufgewiegelt? Nein, nein, sie hat im Prinzip erzählt, was die Leute wollen. Sie ist Ärztin, die einzige. Und hätte sogar den Kommandanten ihres Amtes entheben können normalerweise. ESI-Einheit 63754-N. Eigentumstransfer. Lunaradüberbrückung. 170544. Isaac Johansson. Das ist wie bei der Meuterei auf der Bounty. Ryan Deljanen. Ja, sie hat sich dann für die stark gemacht, ja.